Nun eine Geschichte aus Verliebt, Verlobt, Verheiratet, in der Jutta Resch-Treuwert Leserbriefe beantwortet. Wilfried schreibt: Ich bin 24 Jahre und lernte ein 21-jähriges Mädchen kennen. Sie gefiel mir gut und so haben wir an den Wochenenden viel unternommen. Sie war immer lustig und freundlich, aber es brach jedes Gespräch ab, sobald wir auf sie zu sprechen kamen. Ich machte mir darüber Gedanken. Von ihrer Freundin erfuhr ich dann, dass das Mädchen schon 2 Jahre einer enttäuschten Liebe nachhängt und damit nicht fertig wird. Ich habe mir trotzdem vorgenommen, es mit ihr weiter zu versuchen und sie für mich zu gewinnen. Wie kann ich das machen, ohne aufdringlich zu werden und als Hampelmann zu gelten? Wilfried. Jutta Resch-Treuwert antwortet: Lieber Wilfried, das, was du dir da vorgenommen hast, ist schwieriger als eine normale Werbung für ein Mädchen, aber es ist nicht hoffnungslos. Für dich muss erstmal klar sein, dass du dich noch längere Zeit in Geduld fassen musst, bis sie gefühlsmäßig wieder auftaut. Da sie durch ihren vorhergehenden Freund sicher sehr verletzt wurde, darfst du sie nicht zu Oberflächlichkeiten und Halbheiten verleiten. Situationsbedingte und nicht von innen kommende Liebeserklärungen würden ihren kleinen Knacks nie ganz verschwinden lassen. Das wäre also gar keine Basis für ein dauerhaftes Zusammensein, das du ja wohl im Auge hast. Bei aller Zurückhaltung musst du ihr taktvoll erklären, dass sie sich mit ihrem jetzigen Verhalten nicht nur selbst sehr viel zerstört, sondern dass sie auch andere, die sie gern haben, traurig macht. Du musst sie immer wieder spüren lassen, dass du für vorübergehenden Liebeskummer viel Verständnis hast, dass das aber eine Angelegenheit ist, die jeder mehr oder weniger intensiv in jungen Jahren selbst bewältigen muss und man deswegen nicht zur tragischen Figur werden kann. Ich meine nämlich, dass zum Ausloten der eigenen Gefühlstiefe ein Liebeskummer durchaus beitragen kann. Um die eigene Liebesfähigkeit und das Liebesverhalten anderer einschätzen zu lernen, um Erfahrungen auf diesem Gebiet des menschlichen Zusammenlebens zu sammeln, ist es nicht nachteilig, mal die Höhen und Tiefen einer Partnerschaft zu erleben und sich dazu ein reales Verhältnis zu schaffen. Man wird dabei erfahren, dass man nicht mit einem über jeden Zweifel erhabenen Ausschließlichkeitsanspruch an einen Partner herangehen kann und auch jeder für sich selbst die Schwingungen der eigenen Gefühle bedenken sollte. Du solltest dem Mädchen begreiflich machen, dass man sich mit dieser Einstellung in viel geringerem Maße der Gefahr aussetzt, an einem Misserfolg oder einer Enttäuschung zu zerbrechen. Unabhängig vom Alter und den Erfahrungen sei jedem eine vorübergehende Traurigkeit zugebilligt, denn es wäre ebenso ein Zeichen von Kälte oder Oberflächlichkeit, würde man an einer zerronnenen, ernsthaften Liebe ganz spurlos vorübergehen. Ein psychisch intakter Mensch muss aber in der Lage sein, in angemessener Zeit auch mit einer Enttäuschung fertig zu werden. Für eine 21-Jährige sind 2 Jahre Trauerzeit schon bedenklich viel. Es ist gut, dass du ihr aus echter Zuneigung heraus dabei helfen willst, das zurückliegende Erlebnis in ihrem Leben richtig einzuordnen. Ich finde es immer sehr schade, wenn sich jemand aufgrund einer Enttäuschung, egal wie sie zustande kam, jedem späteren glückhaften Empfinden versperrt und dabei, wie man so schön sagt, versauert. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, bedränge sie erst einmal nicht, dir ihre Sorgen anzuvertrauen. Versuche zu ihr ein ganz ungezwungenes, von vielen gemeinsamen Erlebnissen angereichertes Verhältnis zu schaffen. Je länger ihr euch kennt, desto weniger solltest du den stillen Mitwisser spielen, der ihren Kummer immer pflegt. Sage ihr dann ruhig, dass du weißt, wie es um sie steht, und mache ihr mit Konsequenz klar, dass es ungerecht ist, andere mit seinen eigenen Enttäuschungen zu tyrannisieren und gegen jeden Misstrauen zu hegen. Immer noch gefühlsmäßig verhalten musst du dich, wenn du spürst, dass sie dich eigentlich mag. Von ihr die Enttäuschung dann abfordern,
ob sie ihren Liebeskummer endlich zu den Akten legen und dich behalten will. Diese Entscheidung von ihr brauchst du eines Tages unbedingt, denn ein Liebender kann nicht ewig den Psychiater für den Partner spielen. Jutta Resch-Treuwert hat Wilfried einen Rat gegeben. Aus ihrer Position heraus hat sie immer versucht, in allen Leserbriefen das zu finden, was sich stärken lässt, damit sich eine Lösung findet. Das menschliche Zusammenleben ist nicht so einfach. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das Lied, was gerade im Hintergrund spielt. Der Text stammt von Gisela Steineckert. Die Leute sollen beieinander sitzen. Ja, es ist sehr aktuell. Lass es ein bisschen leiser laufen und gebe noch einige Gedanken dazu. Ich habe mich von klein auf mit dem Frieden beschäftigt. Kleine weiße Friedenstaube habe ich schon im Kindergarten gelernt. Dann nachher später, 1961, gab es das schöne Bild von Picasso. Und ich habe gedacht, diese Friedenstaube, die ist doch gar nicht so schwer. Die müsste doch nachzuzeichnen sein. Einfach nur Bleistiftlinien. Ganz so einfach war das nicht. Dann nachher später gab es ein Lied, was ich gehört habe, von Brecht und Hans Eisler, das Friedenslied. Angelehnt an Pablo Nerudas Gedichte, für die er auch eine Auszeichnung bekam. Ich habe mir dieses Lied von Gisela May gesungen, noch einmal angehört und konnte dann nachher nicht mehr fertig zuhören und auch nicht mitsingen, weil mir ein eigener Text durch den Sinn lief. Ja, und ich habe ihn ganz spontan aufgenommen und will ihn euch im Anschluss vorspielen. Der einfache Frieden, der im Moment so herausgefordert ist. Frieden auf unserer Erde, Frieden in Stadt und in Land, Frieden den Lebensfunken, die auf die Erde gesandt. Friede in allen Strömen, Frieden in Wasser und Wind, Frieden in jedem Menschen, der sich bewahrt hat, das Kind. Friede in all unseren Früchten, Frieden in Wurzeln und Blatt, Frieden in jedem Tierleib, den unsere Erde hat. Frieden in jedem Sandkorn, Friede in Bergen und Wald, Frieden in Licht unserer Sonne, sanft soll sie scheinen recht bald. Doch es gibt sie noch, die uns knechten und knuten wollen, die über uns wie Panzer rollen, die uns verachten und trennen wollen. Doch unsere Liebe bleibt trotzdem stark. Freude auf unseren Wegen, Freude in jedem Haus, Freude in unseren Herzen, strahlend von uns weit hinaus.
Als große Mutter habe ich mich empfunden, in Brechtschem Sinne bei Mutter Courage, die die Schwierigkeiten des Lebens so beherzt angehen muss, die gezwungen ist, sich zu entscheiden. Nun wird es wieder etwas sanfter. Als nächstes habe ich etwas vorbereitet, was die Raupe zum Schmetterling macht. Von der Raupe zum Schmetterling. Was ist der große Plan unserer Weiterentwicklung? Was hat der Wandlungsprozess von der Raupe zum Schmetterling mit deinem Leben zu tun? Gibt es aus der aktuellen Entwicklungsphase von uns Menschen Hinweise aus unserem Umfeld, die uns bei unserem nächsten Wachstumsschritt helfen und unterstützen könnten? Ahnt oder weiß die Raupe schon etwas von der Schönheit des aus ihr entstehenden Schmetterlings? Aus den Imagozellen entsteht neues Leben. Wenn die Zeit gekommen ist, bilden sich im Raupenkörper eine Art neuer Zellen, in denen schon alle Anlagen des künftigen Schmetterlings vorhanden sind. Nori Huddle, eine amerikanische Biologin, nennt sie Imagozellen. Ein Kampf auf Leben und Tod. Zunächst greift das eigene Immunsystem der Raupe diese Zellen als fremdartig an und tut alles, um die erste Generation zu vernichten. Doch die Zellen verändern sich, werden immer mehr und widerstandsfähiger, während das System der Raupe immer schwächer wird. Die Zellen verbinden sich schließlich zu Zellklumpen. Sie infizieren auch die Raupenzellen und bilden im Raupenkörper immer mehr die Zellverbände, die künftig im Schmetterling Aufgabe und Funktion wahrnehmen werden. In der letzten Phase vernetzen sich die einzelnen Zellklumpen mit langen Fäden, die den ganzen Raupenkörper durchziehen. Und schließlich erkennen sich die Zellen als Ganzes. In einem unglaublichen Prozess bildet sich dann innerhalb des sterbenden Raupenkörpers der bunte, flugfähige, völlig anders als die Raupe geartete Schmetterling. Die Analogie auf unsere Zeit. Überall auf der Welt entstehen derzeit Imagozellen. Zunächst sind es einzelne Menschen, die sich dann in Gruppen zusammentun und von denen verschiedenste persönliche, politische, ökonomische und ökologische Anliegen austreiben. Ein anderes Dasein entsteht. Giseko berichtet von derzeit über 10 Millionen Initiativen weltweit, die an einer neuen Welt basteln. Und täglich werden es mehr. Ihnen ist der große Plan meist nicht bewusst. Dass es darum geht, einen großartigen Wandlungsprozess zu initiieren, zu tragen, zu gestalten, der etwas völlig Neues, heute noch Undenkbares hervorbringen wird, ist vielen nicht klar. Doch durch die weltweite Vernetzung wird es immer mehr Menschen bewusster und diejenigen, denen es bewusst wird, verzichten bewusst darauf, das Neue benennen zu wollen. Welche Imagozelle bist du? So muss jeder, jede, selbst herausfinden, welche Form von Imagozelle er oder sie sein könnte, welchen Platz er oder sie im Schmetterlingssystem einnehmen will. Ein Farbtupfer zum Beispiel. Jeder Einzelne muss sich kräftigen, um dem Raupensystem zu widerstehen. Krisen sind hier an der Tagesordnung. Zweifel, Angst, Verlassenheit ebenso. Hier gilt es auch dem nährenden, wenn auch für die Imagos zerstörerischen Raubsystem, Würdigung entgegenzubringen. Der Niedergang des Systems kann auch als mythisches Opfer betrachtet werden. Auch das beharrende Alte, der Schatten, muss als Erinnerung mitgenommen werden in die leuchtend farbige Zukunft. Diese Erinnerung muss aber die Kraft verlieren, das System weiterhin zu beherrschen. Was muss sterben, damit Neues geboren wird? Vielleicht sind viele von uns stark damit beschäftigt, als Imagozelle überhaupt zu überleben. Die Zeit der Vernetzung wird aber kommen und diese wird womöglich auf ganz anderem Wege erfolgen,
als wir uns das heute vorstellen können. Sie wird von selbst passieren. Was in diesem Wandlungsprozess gut tut, ist Begleitung und Unterstützung. Was bedeutet das nun für unser aktuelles Leben? Wenn wir dieses Bild in die Gegenwart übertragen, wo stehen wir dann im Moment? Bereits in der Phase der Desintegration, in der die neuen Impulsgeber allmählich dabei sind, das alte System mit ihren leichten Ideen zu infizieren. Wir merken das, wenn wir uns mit ganz unterschiedlichen Menschen unterhalten. Da ist ein grundsätzlich tiefer Pessimismus und die Gewissheit, wenn wir so weitermachen, rasen wir gegen die Wand. Die einen resignieren und sagen, ich kann sowieso nichts machen. Die anderen geben sich einen Ruck und machen sich auf den Weg. Gehen mittags nicht zur Currybude, sondern zum veganen Imbiss. Kaufen sich keine Bohrmaschine, sondern leihen sich eine aus. Schmeißen ihren alten Computer nicht weg, sondern bringen ihn ins Repair-Café. Oder stellen selbst etwas auf die Beine und merken dabei, das Tun tut gut. In Europa soll es bereits 70 Millionen Menschen geben, die ihr Leben, ihre Werte bereits neu ausgerichtet haben. Bist du bereit für dein Dasein als Schmetterling? Das war's von meiner Seite dieses Mal für die Selbsthilfegruppe im Chatraum. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und munter und schaut, dass ihr selbst den Frieden in die Welt bringt. Nicht indem ihr still seid, sondern indem ihr euer Leuchten scheinen lasst. Bis zu einem nächsten Video sage ich Tschüss und auf Wiederhören.